Hallo und willkommen zurück bei Green Hell. So, wir wollen die Schmiede ausprobieren. Wir gucken jetzt nochmal ins Büchlein. So, ich habe jetzt Kohle reingetan. Jetzt brauche ich hier Sammellehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit geschmolzenem Eisen, um deine Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen. Nochmal, also Nummer 1. Erhalte Eisenstücke, in denen der Schmiede Eisenerz oder leere Dosen einschmilzt. Muss ich das aber nicht die... Also ich würde jetzt denken, ich muss zuerst einen Lehmziegel nehmen. So. Und da dann eine Form reinmachen, oder nicht? Was passiert, wenn ich den sammel? Oh! 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 Ja. Gut. Praktisch, dass man da drei rauskriegt. Okay, dann tun wir jetzt das Eisenerz unten rein. Immer nur einen. Ich hätte jetzt, müsste ich das hier irgendwie reinsetzen. Aber nee. Okay, also. Jetzt machen wir mal Feuer rein, ja? Ich bräuchte auch ein Trockengestell eigentlich, ne? Damit ich da Sachen aufhängen kann zum Trocknen. Okay, das braucht wohl ziemlich lang. Aber gut, wir haben ja zwei. Da hinten, wir waren doch schon mal bei noch einer Höhle, ne? Vielleicht finden wir da mehr Eisenerz. Ich speichere nochmal und dann gehen wir nochmal zu der anderen Höhle. Die war ja da vorne. Sekunde. Irgendwo hier hinten war noch mal eine Höhle. Aufpassen, wir kommen nachher zum Jaguar-Gebiet. Vorsicht, hier sind immer Skorpione am Anfang. So, gucken wir mal. Sehe ich irgendwo Eisenerz? Eisenerz oder Obsidian? Ich übersehe bestimmt vieles, das ihr direkt gesehen habt. Hier! Hier könnte ich mir eins vorstellen. Ist aber leer. Wir haben das nicht daraus geruppt. Hier auch, ist aber auch leer. Hier war schon wer anders. Und hat Bergbau betrieben. Micha, was du es? Maden. Maden nehmen wir mit, Knochen nicht. Maden, sehr gut.
kann ich direkt hier. Nein! Oh nein! Wenn ich mich verklicke, dann lade ich jetzt direkt neu. Wir haben ja kurz vorher gespeichert. Ich weiß, ich hätte einfach zurückgehen können, eine Infusion trinken. Wir waren ja vorbereitet auf so einen Fall. Aber das war so dämliche Verklicker. Da habe ich keinen Nerv zu. Ich muss halt langsamer sein. So. Ich tue die Maden tatsächlich ganz nach oben. Komm nochmal, weil es so schön war. Der braucht noch. Jetzt holen wir uns da hinten aber wieder die Maden. Aber wir müssen diesmal nicht reingehen, nur um Skorpion zu killen. Das, ob die auch hier an der Außenwand sein können? Oh, jetzt ist hier gar kein totes Tier. Mit der Zielsicherheit ist auch so eine Sache. Ich weiß, ich kann Shift drücken, habe ich gemacht. Das braucht aber zu viel Energie. Da hinten sind Menschen. Da war auch ein Mensch und Jaguar da hinten. Also nicht, dass ich die gesehen habe, aber da waren die sonst immer. Hier ist Harz. Und da unten war auch immer eine Schlange. Schlimm, dass ich den meisten Loot liegen lassen muss, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Furchtbar. Die brauchen ja alle Back of Holdings. Unbegrenztes Inventar, so muss das nämlich sein. Der ist immer noch nicht durch. Was machen wir denn in der Zeit? Spinnen wegwerfen. Können wir eine Angel bauen? Das wäre... Wir müssten doch eigentlich eine Angel bauen können, oder? Ich meine, wir angeln ja mit unserem Speer. Da sind auch noch andere Fische drin. Ich würde schon gern mal so einen anderen Fisch holen. Aber was ich mich immer gefragt habe, was war das hier? Nimm noch mal ein paar Knochen mit rein. Na, wir können ja hier ganz viele Knochen... mal ganz viele mit rein. Und wenn wir jetzt herstellen, Knochen. Zack. So. Also, 3 Knochen haben wir jetzt hier drin. 3 Knochen. Jetzt tun wir ein Seil, passt. Noch ein Seil, passt. Eine Sache fehlt jetzt. Eine Sache fehlt. Es ist weder ein Stock. Ein langer Stock vielleicht. Ein langer Stock. Obsidian. Es ist kein Obsidian. Es ist kein Stein. Es ist keine Feder. Es ist keine Fischgräte.
Wie viel waren das jetzt? 3 waren das nur, ne? Schon wieder vergessen. 3. Den Rest kann ich wieder einsortieren hier. Vielleicht brauche ich das Eisenerz. Einen langen Stock. Wir probieren nochmal einen langen Stock. Wir können auf jeden Fall einen langen Stock. Ein Knochenspeer. Okay. Aber das sieht nicht gut aus mit dem langen Stock. Eine Sache fehlt. Vielleicht wirklich Eisen jetzt. Ein Balken vielleicht? Ein großer Stein? Damit können wir nur eine Zweihandaxt machen. Eine Kokosnuss? Geschmolzenes Eisenerz. Wo ist das hier? Herstellen. Was könnte das denn sein? Geschmolzenes Eisenerz? Obsidian? Stein. Knochen. Bogen. Pfeil. Wer weiß. Feder. So, herstellen. Ach, brauche ich jetzt vielleicht den Stock? Tatsache. Rüstungsform. Das wäre eine Rüstungsform. Klingenform. Ich mache mal eine Rüstungsgussform tatsächlich. So, jetzt habe ich hier eine Rüstungsgussform. Und jetzt kann ich die sammeln. Doch, wie kriege ich da jetzt... Ich kann die jetzt zum Beispiel nur noch sammeln. Geht die dann kaputt? Müssen wir ausprobieren. Leere Gussform. Ach krass. Die ist wiederverwertbar. Sehr gut. Wo ist das Teil, was wir jetzt erstellt haben? Geschmolzenes Eisenerz. Ach, das kriegen wir wieder raus. Aber wie... Wie funktioniert das jetzt? Gucken wir nochmal hier rein. Also, Form erhalten, kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen, um deine Waffe... Meine Gussform habe ich. Backe in der Schmiede eine Gussform.
Nimm die gebackene Form und nutze sie, um Eisenwerkzeuge herzustellen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, muss ich dieses Teil danach da reinschieben. Erst nach dem Schlafen gehen, das müsste ja noch lang genug halten. Ich könnte noch mal eine Fleischsuppe vertragen. Auch nach dem Schlafen. In unserem Garten müssen wir vorsichtig sein. Was machen wir denn jetzt die ganze Zeit? Bis der fertig ist. Können wir mal gucken, ob wir einen dieser anderen Fische kriegen. Aber wir haben nicht viel Energie. Da müssen wir aufpassen, bevor wir nachher in Ohnmacht fallen. Hier auch irgendwas auf der anderen Seite ist, wenn wir da rüber schwimmen. Mist. Ich weiß gar nicht, ob man die fischen kann. Ich kann auf jeden Fall schwimmen. Gibt's hier Krokodile? Ich glaube, diese kleinen Fische kann ich gar nicht einsammeln. Schöne Dusche. Oh. Da könnten wir vielleicht Honig oder sowas bekommen, kann das sein? Aber die müssen wir, glaube ich, ausräuchern. Hier ist Harz. Da liegt eine Kokosnuss. Steinaxt. Sekunde. Mal wieder eine der etwas besseren Steinäxte. Könnten natürlich auch eine Obsidian-Axt bauen können. Ist der schon fertig? Fast. So, hier war doch eine Kokosnuss. Nö. Hä, wo habe ich die gesehen? War die da drüben? Jetzt nimm den da doch schon raus.
Ja. So. Fertig. Und den packe ich jetzt da rein. Komm. Ach, der ist aus. Das heißt aber, ich brauche im Prinzip, ich nehme an, ich kann mir hier jetzt ein Rüstungsteil machen für einen Arm oder ein Bein. Da ist gerade ein Ast runtergefallen, habt ihr es gesehen? Ich hab's genau gesehen. Okay, ich habe keine Energie für Feuer. Dann legen wir uns hin. Das heißt, ich muss jetzt mehr Eisenerz sammeln. Aber dass das hier bei uns in der Höhle, dass da nichts drin ist, ist ja schon ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich muss wieder auf Wanderschaft gehen, um eine neue Höhle zu sammeln. Neues Eisen zu sammeln. Come on! Gucken uns das erstmal an. So, jetzt machen wir uns hier eine schöne Pilzsuppe. Haben wir noch eine Fleischsuppe? So. Ich muss nochmal Feuer machen. Das heißt, wir müssen auch wieder ein paar Bretter sammeln. Bitch! Ja, Blätter, nicht Bretter. Stupid piece of shit! Books! Ruhig, Brauner. Come on, damn it! Hier geht schon mal nicht. Kann ich noch ein Brett da reinmachen? Weil, guck mal, wir haben da ja so vier Sachen. Fasern? Nee. Ich würde das jetzt gerne hier mal testen. Weil anscheinend kann ich da nämlich noch mehr mitmachen. Das wäre ein normaler Handbohrer. Aber wir können ja noch mehr Sachen herstellen. Oh, Seil? Ein Feuerbohrer vielleicht? Also, nicht hier das so, wie wir das machen, sondern hier mit diesem Bogen dran. Warte, dann kann ich auch einfach einen Bogen nehmen, oder? Obsidian. Ja, Obsidian war richtig. Stein. Nein, Knochen. Nein. Vielleicht brauche ich hier noch einen Obsidian. Noch ein Obsidian wäre eine Möglichkeit. Das merken wir uns aber erstmal. Machen wir erstmal einen normalen Handbohrer. Come on.
So, eine Fischsuppe, geil. Noch eine Fischsuppe, geil. Machen wir jetzt nochmal hier zwei Fleischsuppen mit den Mäusen. Ob wir, wenn ich noch so einen mache, da auch Suppen reinfüllen können? Gebacken. Nehmen. Warte, jetzt können wir ja auch... Der ist gleich aus. Das ist nicht gut. Muss ich die jetzt sammeln? Metallrüstungsguss. Boah, die... Oh, shit. Die muss man jetzt herstellen. Okay, das heißt... Ich muss jetzt... Den herstellen, den, ein Stöckchen, weil wir machen nochmal einen Rüstungsteil. So, und unten rein. Kann, ist das das jetzt? Nee, shit. Die Frage ist, wie viele Rüstungsplatten müssen da zusammenkommen? Fehlen zwei Sachen. Wahrscheinlich fehlen noch mal zwei Metallteile, oder? Okay. Ich muss auf jeden Fall mehr finden. Ich trinke gerade noch mal was. Und speichern wir. Dann gehe ich noch mal gerade hier in dieselbe Höhle. In der Hoffnung, dass da irgendwas respawned ist. Glaube aber nicht. Da haben wir ja schon mal einen Obsidian gefunden. Und wir waren jetzt letztens erst da gewesen. Herstellen. Da kann ich wirklich nur diesen Bidon machen. Ich trinke die mal. Ich weiß ja, da sind jetzt auch mehr. So, da ist schon mal ein Obsidian. Vorsicht vor den Skorpionen. Sonst müssen wir noch mal zu dieser anderen Höhle gehen. Ja! Nice.
Da habe ich aber Glück gehabt. Gut. Vorsicht, da rechts müsste eine Spinne sein. Apropos Spinne, ich könnte noch mal ein paar Mäuschen vertragen. Stattdessen kriege ich nur Spinnen. Ah! Ein Mäuschen. Und ich bin zu heavy. Die Kokosnuss ist schwer. So, ich kann aber auch direkt hier das nächste Eisen reinklatschen. Sammeln. Nice. Oh ja, das geht. Ah, drei. Es sind nicht vier, okay. Aber wenn jetzt nur zwei Seile kommen, was fehlt? Verdammt, was fehlt denn da? Na gut, das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.